Hallo und herzlich willkommen bei Matters. Heute bei uns, Kleso. Du bist ja ganz spontan eingesprungen. Herzlichen Dank. Ja, bitte, gern geschehen. Weil du ja so musikalisch bist. Hast du kein Problem, dass du einfach quasi in einer Stunde herkommst und sagst, hey, sicher, wenn euch einer ausfällt, komm her und spiel. Du spielst mit so vielen Dingen, die ich noch nie gesehen habe, auf einen Haufen. Ja. Ausschließlich? Was? Das sind alles Controller für das DJ-Programm, das ich verwende. Hm? Mit zwei davon steuere ich halt diese normalen DJ-Tätigkeiten. Und der dritte da mit den lustigen Knöpfen, der ist quasi so ein Sampler. Haben wir jetzt was gehört? Nein, leider. Ich habe leider gerade keine Sounds reingeladen. Ah, okay, okay, cool. Du spielst seit Ewigkeiten, oder? Naja, seit 4-5 Jahren circa. Ja? Ja. Hast du aber angefangen mit Hip-Hop? Ja, das war aber früher. Also ich habe mit 15 einmal angefangen, da war ich auf der klassischen Schiene. Aha. Eben zwei Plattenspieler und ein Mischer. Damals war ich eben auf Hip-Hop sehr stark eingeschlagen. Dann hat das aber leider irgendwie nach einem Zeilen Reiz verloren und seit 4-5 Jahren mache ich das halt eben digital jetzt wieder, ganz ohne Vinyl. Ja. Machst du immer noch Hip-Hop oder sagst du, go away? Es gibt sicher einige interessante Hip-Hop-Scheiben, aber in letzter Zeit ist es nicht mehr so im Fokus, weil ich halt eher auf schnellere, tanzbare Musik irgendwie umgestiegen bin. Ja. Und die meiste Zeit, weil ich Musik höre, ist eben Musik hören, die ich dann kaufe. Und so bleibt eigentlich keine Zeit mehr, dass ich mal etwas höre, was ich nicht auflegen würde. Du produzierst ja selbst auch, bist aber sehr anspruchsvoll. Hören wir heute eine Nummer von dir? Leider. Das ist ein hoher Anspruch. Also es bleibt immer irgendwie im Kämmerlein. Es gibt irgendwo die große Idee, mal ein Live-Act zu starten, wo ich meine Kenntnisse aus der grafischen Richtung ein wenig einarbeiten kann, also audiovisuelle Geschichte machen. Ja. Aber ja, das ist irgendwo dabei nur eine Vision. Also, warum hast du wieder angefangen zum Auflegen oder zum Musik machen? Hast du da irgendwie Vorbilder gegeben oder hast du da, mir geht das so ab, auf der Bühne stehen? ich weiß nicht, es hat mich anscheinend nicht ganz loslassen. Ja. Mir hat es halt irgendwo in dem klassischen Medien nicht gereizt, weil da halt immer schon ein kleiner Computer-Nerd war und es halt dann eben irgendwie immer akzeptabler geworden ist, mit Computer überhaupt aufzulegen. Das war ja früher eher nicht so gang und gäbe. Und wo eine bessere Hardware rauskommt, dass ich wirklich eine gute Kontrolle habe über die Musik, die ich spielen will, da ist das Ganze natürlich wieder hochgequollen und ja, hör da nicht auf, seit 4-5 Jahren. Erzähl uns mal kurz von deiner Vermischung zwischen Grafik und Audio. Wie arbeitest du gerade dran oder wie gehst du das gerade an? Ja, derzeit, also die Vision ist, dass man das einmal live macht, dass ich quasi so eine Art generierte Grafiken habe, die was direkt auf Controller-Veränderungen zum Beispiel reagieren. Das ist die Idee, das heißt, da ist viel Programmieren dabei, das war der Grund, warum ich jetzt dann nur ein Studium in die Richtung eingeschlagen habe. Ja, und ja, also woran es am meisten scheitert derzeit ist einfach, dass die Musik dazu noch nicht passt. Ich glaube, die Bilder wird man dann ziemlich schnell in den Kopf schießen. Ja. Aber ja. Ja, interessant. Ich habe halt gelesen, dass Bilder ganz wichtig sind für Musik. Ja. Circa 60% wichtig. Ja, ich merke es ja allein beim Musik kaufen. Also ein gutes Cover zeigt mir natürlich anders als wie ein schlechtes Cover. Also wenn ich jetzt den Interpreten nicht kenne und das Label nicht kenne, aber das Cover gefällt mir, dann höre ich auf jeden Fall mehr rein und oft finden wir dann ein paar Perlen oder so. Ja. Ja, und du spürst uns halt elektronische Musik. Durch die Bank. Gibt es da eine gewisse Richtung, wo du sagst, ja, jetzt bin ich mehr so ein, keine Ahnung, UK Garage oder Melbourne Bounce? Ich kenne alle Musikrichtungen mittlerweile. Ich kann nicht. Nein, ich kann mich nicht recht einschränken. Also ich war sehr stark auf Haus eingeschossen in den letzten 2-3 Jahren. Dann wird es jetzt schon langsam eher uninteressant für mich. Und jetzt entwickelt ich mich, also ich versuche wirklich mit offenen Ohren irgendwie herumzugehen und derzeit spüre ich echt von 160 BPM Footwork bis irgendwie 100 BPM R&B, Future R&B, was ich. Okay. Ja, und wo findest du deine Tracks? Also beim Fortgehen oder wo du sagst, selber, die Nummer ist so cool, die... Passiert mir leider nicht so oft. Gehe vielleicht der falschen Stadt fort. Ja. Nein, Wien ist einfach schlecht zum Fortgehen. Ja, genau, du sagst das. Nein, es ist einfach so, dass ich ein Ritual habe, dass ich jetzt am besten einmal in der Woche meine Download-Stores halt abklappert und schaue, was es einfach neue Releases gibt und tauche mich da durch. So funktioniert das. So funktioniert das, bei mir zumindest. Cool. Ich freue mich drauf, weil dann hören wir quasi World Music. Ja. Ja. Schauen wir mal. Danke fürs Vorbeikommen nochmal. Danke fürs Spielen. Magst du mir die Hand geben? Ja, natürlich. Ja, das hat gerade Entschuldigung, ich wollte eigentlich gerade auf die deuten und dann zur Kamera und sagen, viel Spaß beim Zuschauen und Zuhören.
Viel Spaß beim Downloaden. Class O für euch.